Hallihallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4 hier wieder auf meinem Kanal. Markus ist angespannt. Ich produziere ein bisschen vor, weil ich nächste Woche leider keinen frei habe. So, wie geht's dir denn? Dir geht's super, ne? Dir geht's immer gut, habe ich das Gefühl. Säubern. Aufräumen ist mir auch schon Dings. Nämlich auch schon nicht mehr das neueste Gericht. Und musst du denn arbeiten heute? Musst du heute arbeiten? 2 Stunden bis zur Arbeit, okay. Was brauchst du denn so alles? Hunger brauchst du? Gut, dann machst du danach. Kannst mal ein Frühstück servieren. Eier und Toast. So. Achso, du räumst das schön fein weg, ja? Das ist gut. Pass auf, danach kannst du dich mal duschen gehen. So. Sehr schön. So will ich das sehen von dir. Wie geht's den beiden? Die meinen geht's auch prächtig. Ja. Keiner hat Probleme. Super. Das ist immer schön. So will ich das sehen. So will ich das hören. So, Markus bereitet jetzt direkt Essen vor für die beiden. Und für sich selber auch. Im Weltenmummler muss der heute arbeiten? Nee, ne? Der hat heute frei, oder? Jo, der hat heute frei. Und sie muss auch nachher noch arbeiten, okay. Die Sarah. Mit der ja Markus verheiratet ist. Was ist los? Ey, ihm ist unwohl. Rückenschmerzen. Ach so. Oh. Oh. Fein machst du das. Ja. Ach ja, ich hab noch eine Rechnung bezahlen, ne? Ja. In der letzten Folge, kurz nachdem ich die letzte Folge beendet habe, musste ich eine Rechnung bezahlen. Oder sollte ich eine Rechnung bezahlen mit 533 Euro. So viel habe ich leider noch gar nicht. Deswegen, oh mein Gott. Hallo? Komm, du hast so genau ausgeschlafen. Geh's mal eben reparieren. Komm, steh auf. Danach kannst du dir ein Gericht nehmen. So. Bevor du nachher noch vom Fleisch fällst. Aber ihm geht's okay. Das ist schon mal gut. Er braucht Spaß. Und er hat Hunger. Ja, Hunger kann er gleich stillen. Er isst ja gleich was, ne? So, Weltraum hat Level 2 der Geschicklichkeit erreicht. So, sehr schön. Der Markus geht jetzt, glaube ich, zur Arbeit, ne? Genau. Dann gehen wir zur Arbeit. Bis gleich. Wir müssen arbeiten. 11 bis 19. Oh, da hat er aber ziemlich verspätet, wa? So, wir waren in der letzten Folge, waren wir ja schon fast fertig hier, das Dingen zu bauen. Also wir sind auch schon ziemlich weit gekommen.
Wir brauchen nur noch ein paar Sachen. Mir ist unwohl, warum? Ach, schmutzige Umgebung. Ja, das liegt daran, dass hier was liegt, ne? So, dann plündern mal die Teile da. Danach kannst du wegwerfen. So. Da kannst du weiter essen. Danach könntest du Müll leeren. So, aber musst du auch gleich aufstehen, ne? Jo. Lecker, mein Mann, mein Mann. So, da kannst du auf Toilette gehen. Ja, erstmal fein auf. Geschirr spülen, so ist das Feinweltmummler. So ist das richtig. Warum ist denn jetzt schon wieder unwohl? Schmutzige Umgebung. Oh, jawohl, sehr schön. So, Sarah, du kannst dir auch mal eben was zu essen holen. Ein Gericht nehmen. Was brauchst du denn noch? Ja, Spaß brauchst du. Dann kannst du dich gerne mal mit Weltmummel unterhalten. Na? Ja, und haltet euch beiden mal. Warum setzt er sich eigentlich von da nach da? Verstehe ich nicht. Naguna Shelnik, Maypik and Narva, Blunisi Sloom, Punka Disarva. Dag Dag? Dag Dag! Aufräumen. Ich bin ja nicht umschwirren. Danach kannst du auch mal auf Toilette gehen. So. Und da kannst du mal ein Spiel spielen, dass der Spaß wenigstens steigt. Du natürlich auch. So. Genau, die spielt einfach auf der Toilette ein Spiel, Alter. Läuft bei dir. So. So, alles in Ordnung, ja. Ranka, yips, yips. Genau, geh du mal arbeiten. So ist richtig. Was kannst du denn mal machen? Du könntest mal joggen gehen, genau.
Sehr schön, dann gehst du nämlich joggen. Dann tust du was für deinen Sport und für dein Bedürfnis. Welt nun mal Level 2 der Fähigkeit Fitness erreicht. Sehr schön. Trinken. Achso, jetzt geht er sich duschen. Sehr schön. Hat's ja nochmal darum gekommen. Oh. Markus ist wieder da. Gut, dann kann ich ja jetzt die Rechnung bezahlen, wa? Nee, er muss Rechnung bezahlen. So. Och nö. Maxis hat einen Haushalt favorisiert, okay. Der muss auch immer nur arbeiten, der Markus, ne? Schrecklich. Hunger? Bestimmt, oder? Teile plündern. Wegwerfen. Da kannst du aufwischen. Da kannst du nicht duschen gehen. Duschen. Und danach ein Gericht nehmen. So. Oh, du musst auf die Toilette. Ja, das kannst du danach machen. Das kannst du danach machen. So, jetzt hat er zwei Tage frei. Sehr schön. Er muss dann auch bald zur Arbeit. Was hat er denn jetzt? Er braucht, muss auf Toilette, okay. Aber er ist glücklich. Das ist schon mal sehr schön. Oh, ich verlaufen. Aufräumen. Aufräumen. Achso, kannst du mal schnelle Mahlzeit essen? Ist immer ein Haferbrei, komm. Sollte ja auch genügen. So, du gehst gleich mal auf Toilette. Markus muss nämlich auch gleich auf Toilette. Deswegen, das wäre nicht so praktisch, wenn man zweimal. Das gleiche macht. Gerade schon. Dass die beiden und sich mal besser verstehen. Und er so ein bisschen Spaß hat, ne? Kannst du danach auf Toilette gehen. Chabin Durkim. Vobista. Banuka Doi. Yips. Oh, musst du dringend auf Toilette, dann ist er aber weiter danach, ne?
Dein Hunger ist nämlich noch nicht voll. Kannst ja auch mal ein Spiel spielen, sag mal. Genau, und du spielst auch mal ein Spiel, guck mal. Zack. Sehe, ein bisschen gut geht hier. Wenigstens einlehnen, es gut geht. Im Haushalt hier. Macht Spaß, ne, Welti? So ein Spiel ist schon was Feines. So ein Spiel. So, der ist fertig. Ich habe fertig. Also, ach man, du hast auch immer was zu meckern, ne? Ja, die Sachen, die müssen wir eh noch alle aufwässern. Oh, der Welt bringt Müll aus, sehr schön. Achtung! Genießen. Oh, Gange! Ah, für dich. Boah, Mann. Entschuldigung. War nicht absichtlich. So, dir geht's gut, ne? Ja, das war mir schon klar. Du kannst mal wieder joggen gehen. Du gehst auch mal joggen, komm. Ein bisschen joggen tut dir auch gut. Danach kannst du tot ins Bett fallen. Ist mir egal. Sarah hat heute 144 Minuten nach Hause gebracht. Außerdem hat er ausgezeichnete Arbeit geleistet. Sehr schön. Was machst du denn? Du hast auch Hunger. Du bist schon wieder angespannt. Genau. Du kannst mal kochen. Eier und Toast, Einzelportion. So, und die zwei gehen schon ins Bett anscheinend. Ja. Zara bleibt noch ein bisschen wach. Danach kannst du mal auf die Toilette gehen. Achso, jetzt. Und du kannst dich mal baden. So. Was macht der Welti? Der ist. Oh, dem geht's gut, ey. Level 3 der Kochfähigkeit erreicht. Sehr schön. Buena Fuin, Quink. Sarah hatte hier Rezepte für Mundblasch aus der Pfanne, Kekse mit Schokostücken und Pfannkuchen gelernt. Außerdem kann sie mit anderen Sims über das Kochen reden. Sehr schön. Das freut mich. Wunderschön. Oh, Lanka. Ach so, die schläft auch, der schläft auch. Die oder das. Dir geht's gut, ne? So. Danach kann er noch ein bisschen am Handy rumspielen.
Aber hier unten soll die Küche schon noch bleiben, aber sie soll halt größer werden, ne? Also das ist ganz klar. Vielleicht kommt ja auch woanders hin, weiß nicht, vielleicht hier hinten so in die Ecke rein. Daneben so das, wo wahrscheinlich hier so, sag ich mal, Wohnzimmer. Da dann quasi die Küche, ne? Ist eigentlich auch ganz gut. Genau, schön Hände waschen. Sehr schön. So, nach kannst du mal eben, genau, wann. Das ist nämlich angespannt, das ist nämlich nicht schön. Du bist ja immer noch angespannt. Du kannst auch mal schlafen hier, komm. So, alle schlafen schön fein. Ordentlich. Dann musst du denn arbeiten? Oh, 2 Stunden bis zur Arbeit. Alles okay bei dir? Hunger brauchst du. Hunger brauchst du. Frühstücken. Schnell Eier und Toast. Aufstehen. Reicht jetzt. Unwohl, er hat auch Hunger. Frühstücken. Eier und Toast. So. Was brauchst du denn noch? Hunger? Ansonsten ist noch alles okay. Oh, bereite mal Eier und Toast zu. From New Tweebs. Beruna Floba. Huh? Oh, Quiam. Sibidae. Halt. Danach, jetzt gehst du erstmal reparieren und danach kannst du essen. Mann. Natürlich, jetzt starten, hallo. Gut, sehr schön. Sie ist auch schon wach. Oh wei. Was brauchst du denn? Kannst du hier mal einen Toast fortsetzen. Ja, ich weiß, ihr braucht alle einen Fernseher oder was, ja. Das weiß ich selber. Was hast du denn? Achso, du brauchst Vergnügen. Danach kannst du mal ein bisschen... herbeirufen. So, you're right. So.
Shinosa Shupaza Kinaku. Achso, er muss zielen. Dann verwende mal. Ja, aufräumen kannst du das. Nur nicht fortsetzen. Das ist aber komisch. Kannst du Mittag essen? Fischtacos, komm. Du musst nicht mal duschen gehen. Du gehst immer duschen. Wobei. Bei ihr ist die Hygiene auch okay. Sie muss auch gleich bei allen arbeiten, ne? Ach nee, sie hat jetzt 3 Tage frei, okay. Sie hat jetzt 3 Tage frei. Der muss auch, hat er heute auch frei, ne? Genau. Küssen, komm. Dann ist die Sarah wieder glücklich und der Markus bestimmt auch. Oh. Kannst du dir eine Massage anbieten? Energie geladen. Der Markus ist energiegeladen. Achso, die ist gerade am Essen, deswegen kann das. Geht das auch nicht. Lumbikenda. Vilpa Befite. Oh, yes. Du hast auch schon mehr Hunger. Du hast ja nur noch Hunger. Mittag. Spezialrezept zu. Energiereicher Proteinteller. Oh. Sarah, du kannst. Du kannst reparieren, der Markus ist gerade am Essen. Er kann das gerade nicht. Er hat Hunger. So. So, Markus hat keinen Hunger mehr. Was kannst du denn nachmachen? Kannst du mal den Müll lernen? So, es gibt jede Menge zu tun hier. Danach musst du noch auf Toilette, ne? Jo. Dem Markus geht's auch gut, bis auf Spaß. Da waren wir ja dran. Oh, ran an den Speck. So, danach kannst du weghelfen. Ah, Kariba.
Mehr Auswahl, Romantik. Küssen. So. Herb. Simba King geht's gut. Pinay Vanai. Open base whibs. Oh, boyo. Tokipu, Dafuni Marik, Walla Vazirk. Who's unbeaten? Nabuna Shorbik, Borna Cabe, Amuki Groba, Arben Dufour, Agana Glaive, Yaffa? Oh, oh yeah. Drixto, Cornabia, Vivo, Rangoya, Washinoi Lonkas. Jo, hat auch. So brief. So brief. Der Weltmogant hat auch wieder gearbeitet. Der ist kokett. Sehr schön. Moin Beam. Wo geht denn der Weltmogant hin? Der geht. Oh, naja, duschen. Oh ja. Washinoi Lonkas. Danach kannst du ja noch was zu essen machen, ja. Machst du dir mal Eier und Toast. Machst du eine Einzelportion. So. Yib. Gribene un kim lamina. Quar. Clevite Bainu. For Doiba Fala Yadim. Ooh. Harpene. Oh, this is all from Kids. Haraza. Urizap. Turinga. Nayula. Dishbo. Ah. Sashay Mu. Krova Segor. Oh, Yibs. Oh, Shersha. Nova. Küssen. Yibs. So. Hab ich den. Wann kann ich mir jetzt den PC bestellen? Boah, das dauert ja noch ewig, ne? Das ist ja nicht mit Fernseher, aber hol ich mal den Schwester weg. Dann sieht er das fern. So, gut Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es wieder heißt Let's Play Sims 4. Und wir sehen uns bis dahin. Macht's gut, haut rein und Tschüssikowski.